Ja, hallo zu Inside Politics. Mein Name ist Clara Schiesel, ihr seht mich jetzt nicht. Und die Dame heißt Katharina Anastasio, ist gebürtige Griechin, lebt seit 15 Jahren meines Wissens in Österreich und kandidiert heuer für die KPÖ als bundesweite Spitzenkandidatin. Danke, dass Sie uns bei sich empfangen haben. Meine erste Frage ist, wer ist Katharina Anastasio? Also, ich bin Griechin, aber gleichzeitig Wienerin, nicht? Ich bin mit 20 nach Wien gekommen, ich bin jetzt 35. In 5 Jahren habe ich genauso viel meines Lebens verbracht hier in Österreich als in Griechenland. Und ich bin auch eine Europäerin in dem Sinne. Also, ich gehöre zu der Generation, die eben ihr Leben in 2 Ländern oder auch 3. Manchmal, meine Schwester lebt zum Beispiel in London. Teilt. Ich bin politisch aktiv gewesen schon seit meiner früheren Jugend. Ich habe mich immer für Menschenrechte, aber auch für Arbeiterinnenrechte eingesetzt. Genau, das bin ich. Das sind Sie. Das ist gut zu hören. Vor allem ein kurzer Hinweis, nur persönliche Geschichte. Wir sind heute in der Nähe vom Spittelberg in der Sigmundsgasse, da bin ich aufgewachsen. Und ja, das ist sozusagen mein altes Heimatgrätzl. Aber nur so viel dazu. Ja, warum eigentlich kandidieren Sie für die Kommunistische Partei? Und Sie können sich vorstellen, bei Kommunismus fallen halt manchen Leuten nicht unbedingt die positivsten Argumente dafür ein. Ja, das ist etwas, das ich eigentlich in Österreich kennenlernen dürfte, weil in Griechenland schon anders mit dem Wort Kommunismus umgegangen wird. Ich kandidiere für die KPÖ Plus, also KPÖ Plus heißt unsere Liste European Left, um in erster Linie die Europäische Linkspartei zu stärken, beziehungsweise die Linksfraktion im Europaparlament. Die KPÖ, beziehungsweise KPÖ Plus als Plattform, ist auch die Partei in Österreich, die mich mit ihr Inhalte mehr anspricht. Ich glaube, es gibt sozusagen einen sehr gesessenen Antikommunismus in Österreich. Also es wird sehr besonders für mich hier darüber diskutiert. Genau. Also. Naja, die Grundfrage, mit der ich aufgewachsen bin, ist halt Sozialismus und Kommunismus sind halt in Österreich unterschiedlich konjugiert, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt, aber auch Kommunismus sollte die Utopie sein, das ist ein Versprechen, eine Idee, das ist das Ende des Horizonts. Es ist jedem linke Person bewusst, dass wir eine sehr, sehr lange Weg dorthin brauchen, nicht? Und dass alles, was bis jetzt, oder vieles, was bis jetzt unter dem Label Kommunismus sozusagen passiert ist, eigentlich die Idee nicht entspricht. Also das ist klar. Ich verstehe. Was ist dann die Idee des Kommunismus? Und ich sage das auch gleich bewusst im Vorfeld. In Graz habe ich letzte Woche den 1. Mai mitgefilmt. Und wenn man sich halt so diverse Kommentare anschaut, dann fragt man sich schon, will jetzt der neue, also erstens, was ist der Kommunismus? Und zweitens, will diese österreichische Form des Kommunismus jetzt ein Europa der Gartenzäune haben oder soll es doch eine europäische Integration geben? Nein, es sollte schon eine europäische Integration geben, aber von links. Und nämlich, die würde anders aussehen als jetzt. Die Europäische Union von ihrer Entstehung bis heute ist nach wie vor geprägt durch sozusagen Ungleichheiten auch innerhalb dieser Union. Die reicheren Länder haben auf Kosten der ärmeren Länder sozusagen ihr Wirtschaften auf und ausgebaut. Man sieht die Unterschiede sind sehr leicht zu merken von Osten nach Westen und von Norden nach Süden, nicht? Also eine linke europäische Integration würde heißen, dass im europäischen Raum tatsächlich soziale und Arbeitsrechte garantiert sind für alle in Europa lebende Menschen. Das heißt es für mich, ja. Den Kommunismus habe ich noch nicht beantwortet, nehme ich an. Also, wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube eher an so einen Prozess des demokratischen Sozialismus. Also Demokratie ist in meinem Verständnis von links sein sehr, 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 sehr stark. Ja, aber was heißt jetzt Kommunismus wirklich? Weil, Kommunismus heißt, dass jeder gibt so viel, wie er kann, trägt bei und jeder bekommt aus der Gesellschaft so viel, wie er braucht. Ne? Das ist die eigentliche Idee. Und wir leben jetzt gerade in einer Welt, wo
sehr wenig Menschen unfassbar reich sind, so reich, dass sie dieses Geld in 100 Generationen nicht ausgeben können, und sehr, sehr viele andere Menschen mussten dem Elend fliehen, indem sie geboren wurden. Das passt einfach nicht. Beziehungsweise die Frage, die wir uns stellen müssen, und das ist auch die wichtigste Frage dieses Jahrhunderts, meine ich, ist, ob der Kapitalismus, das heißt unser Wirtschafts- und Sozialsystem, so wie das aufgebaut ist, funktioniert. Und es funktioniert eben nicht. Und das zeigt uns irgendwie total prägnant und dramatisch die ökologische Krise, in der wir leben. Ja? Also das ist klar, also ewig auf Wachstum zu setzen, funktioniert einfach nicht. Und es gibt genügend Konzepte, die sich dagegen setzen. Gut, das ist eine Sache. Ich meine, es gibt natürlich auch die Frage, will man immer sozusagen reich werden durch seine Arbeitskraft oder wird man eben reich durch diverse Investitionen? Ich für meinen Teil habe jetzt in Bitcoins investiert. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, wie auch immer. Teilweise zum falschen Zeitpunkt, weil heute sind sie weniger wert als vor einem Jahr. Aber ich habe letztes Monat quasi mehr Geld durch Bitcoins nominal verdient, als ich durch meinen normalen Hausjob oder Brotjob verdient habe. Das ist doch bis zu einem gewissen Grad die Gegenthese zum Kommunismus dann. Weil im Kommunismus sollte es ja eigentlich keinen Zinsfuß geben. Ja, aber das schauen Sie sich Österreich an. Sogar die Europäische Kommission zum Beispiel rückt Österreich, weil es kaum Vermögensteuer hier gibt. Ja. Und es ist tatsächlich so, zum Beispiel, wenn man alle Millionäre in Österreich zusammenzählt und was die in der Wirtschaft einbringen und alle arbeitenden Menschen in Österreich, was sie in sozial einbringen, das ist überhaupt nicht ausgeglichen. Ich glaube tatsächlich, dass eben Reichtum verwerflich ist in unserer Welt, weil unser Wohlstand heißt, dass jemand andere eigentlich leidet. Ja, das heißt aber nicht, dass wir alle arm werden sollten. Nein, das heißt, dass wir das Reichtum gleich verteilt werden sollte und eben vergesellschaftet sein sollte. Denn die Arbeit schafft eigentlich das Reichtum und nicht die Zinsen. Ja, ja, na, das ist ja auch absolut legitim. Nur natürlich, die Leute fragen sich halt schon, jetzt lebe ich in Graz. Graz ist ein Sonderfall, was den Kommunismus in Österreich anbelangt, weil erstens einmal war es so, dass seit 1945 durchgehend immer ein kommunistischer Gemeinderat in der zweitgrößten Stadt Österreichs eben ein Mandat hatte. Und andererseits gibt es eben diese Entwicklung seit den 1990er Jahren, wo die Sozialdemokratie von den Kommunisten ersetzt worden ist. Das kann man mehr oder weniger sagen, oder überholt worden ist. Wenn ich da jetzt sozusagen Ulbricht zitieren darf, hier ist sozusagen Überholen statt Einholen passiert, und mehr oder weniger hat das damit zu tun gehabt, dass einfach die Sozialdemokratie in der steirischen Landeshauptstadt extrem geschwächelt hat. Was ist jetzt aber sozusagen in Graz besser oder anders, als es jetzt in Wien ist? Warum sind die Kommunisten bundesweit nicht so erfolgreich, wie sie es in der Steiermark sind? Das kann ich sehr schwer einschätzen und beantworten, weil ich auch kein Parteimitglied bin. Also Sie wissen, Parteien gehen durch Prozesse, und ja, da bin ich eigentlich nicht die geeignete Person, um diese Frage zu stellen. Was ich tatsächlich aber sehen kann, als sozusagen Betrachterin, Außenbetrachterin, ist, dass die Kommunistinnen in Graz sehr stark auf sozialen Themen setzen, beziehungsweise das Wohnen, das den Leuten sehr nahe ans Herzen liegt. Und die haben sich auch glaubwürdig gemacht. Ja? Und auch unter anderem, sofern ich weiß, geben die Funktionärinnen die Gemeinderätinnen in Graz einen Teil von ihrem Gehalt sozusagen ab. Und somit setzen sie ein Gegenbeispiel, um was Politik eigentlich heißen sollte. Ich finde, ich nehme an, das macht sie auch erfolgreich. Bodenständige Politik zu machen, die tatsächlich die Probleme ernst nimmt der Leute, ist sehr, sehr wichtig. Aber das machen Linke in ganz Europa eigentlich. Ja. Jetzt in Wien ist es eine besondere Situation. Klar, Sozialdemokratie und Grün ist, Wien hat noch immer so eine grün-rote Regierung. Das ist die eine Sache. Und natürlich, wie gesagt, der Antikommunismus ist schon, also das merke ich wirklich seit dem Anfang dieses Wahlkampfes. Wir werden konsequent rausgelassen überall. Ja. Also zum Beispiel bei der privaten Presse kommen wir fast nirgends vor. Es wird immer die Rede über 6 Parteien, die jetzt kandidieren. Wir sind aber die 7. Liste und wir sind einfach verschwunden. Die
Debatte hatte ich schon vor vielen Jahren mit Matthias Strolz, weil die Neos eben durch dasselbe Fahrwasser marschiert sind, wenn man so möchte. Das ist ja auch eine Thematik, wo zum Beispiel. Ja, aber es ist nun mal so, wenn ich jetzt zurückdenke, 2013, da gab es eine legendäre Pressestunde. Im Gegensatz zu Ihnen standen Sie dort nicht allein, war die KPÖ dort nicht alleine, sondern mit Piraten Neos gemeinsam drinnen. Und die erste Frage, die ein gewisser Herr Bürger gestellt hat, und ich meine, die Kritik erlaube ich mir jetzt, war, warum heißt die Partei so, wie sie heißt? Das war die erste Frage, die ich gekriegt habe, auch bei der Pressestunde. Ja, ich weiß. Und die habe ich auch jetzt bei Ihnen gekriegt. Aber ja, klar, Sie verstehen schon, was ich meine. Anders, ja. Ja, aber ich sage Ihnen was der Unterschied ist, zum Beispiel wegen Neos damals und uns heute. Es geht um die Europawahl. Und die Linksfraktion ist genauso stark wie die grüne Fraktion im Europaparlament. Beziehungsweise, wenn ich mir den EOS jetzt anschaue und wie die Claudia Gamon pocht, dass sie Europäerin ist und eben für ein neues Europa sich einsetzt und eine Europäerin wie ich, eigentlich auch die einzige Spitzenkandidatin ohne österreichische Staatsbürgerschaft, ja, komplett vergisst in ihren Reden, das finde ich ganz witzig. Also, ich weiß nicht. Ja, es ist so. Und das muss ich auch sagen. Also ich glaube, das, was tatsächlich uns als Liste jetzt entnommen wird, ist, dass ich im gesamten Wahlkampf eigentlich bis jetzt keine einzige Chance hatte, mich gegenüber der anderen Mitstreiterinnen zu setzen und mit denen aktiv zu debattieren. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Also ich hatte nicht die Chance, mich zu kontern, weder mit der Claudia Gamo, noch mit dem Wleminski, noch mit Karas und so weiter. Und das ist schon, das macht was aus. Natürlich, also fühlen Sie sich definitiv benachteiligt. Auf jeden Fall. Und wenn man sich überlegt, auch mit was für ein Budget wir im Wahlkampf machen, das sind 25.000 Euro. Und oft natürlich hören wir die Kritik, wieso seid ihr so wenig zu sehen oder wieso ist der Wahlkampf so schwach? Ich meine, wir tun, was wir können. Es gibt viele Aktivisten, die uns unterstützen und so. Aber wir können nie und nimmer sozusagen die Öffentlichkeit erreichen, die anderen Parteien mit 1 Million und 2 Millionen, 1,5 Millionen oder Fockenhuber mit 250.000 Budget erreichen können. Ja, das ist so. Gut, Fockenhuber ist dann gleich mal nächster Gesprächsgast. Aber wer ist dann nicht gescheiter? Weil die Frage habe ich heute schon bekommen. Mhm. Daher jetzt gleich in die AMA. Mhm. Also sprich, ask me anything. Sie kennen den Modus. Mhm. Die Frage, die ich bekommen hatte heute, warum treten Sie eigentlich nicht gemeinsam mit der Liste ein Europa an? Das hat keine Gespräche vorher gegeben, die haben uns nicht kontaktiert. Ich glaube, wir haben unsererseits schon versucht, also im Herbst so in verschiedene Gespräche zu erreichen. Ja. Das hat sich nicht ergeben. Und ich glaube, wir haben auch definitiv andere Einsätze. Also zum Beispiel Feminismus ist bei uns ganz groß geschrieben. Bei der Liste jetzt ist es ein bisschen anders. Okay. Die Frage kam übrigens über Twitter von den Freidemokraten in Wien. Die nächste Frage kommt von Repalati aus unserer Reddit Austria Community. Sie sind für die Abschaffung des österreichischen Bundesheeres und lehnen eine EU-Armee ab. Ja. Wer konkret sollte in Österreich mit einer Naturkatastrophe, also in dem Fall einer Naturkatastrophe Hilfe leisten? Wer konkret sollte Cyberattacken abwehren oder kritische Infrastruktur schützen? Also ich finde, also damit ich das klarstelle, die Frage ist immer, was für ein Heer? Ja? Ich bin dafür, dass jedes Land und nämlich ganz Europa gegen Naturkatastrophen geschützt ist, beziehungsweise die Menschen, die hier in Europa leben. Schauen Sie sich Schweden an, letzten Sommer, die hatten über 70 glaube ich, Wildbrände und die hatten dann aber nicht ausreichend Feuerwehr. Ne? Natürlich, angesichts der Klimakatastrophe zum Beispiel, ziviler Schutz wie eben Feuerwehr, Schutz gegenüber Flüchtlingen und so weiter, da müssen wir investieren, das ist klar, das sage ich niemandem ab. Ja? Cyberattacken genauso, weil wir wissen mittlerweile, dass die Cyberwelt militarisiert wird, auch entgegen unserer Demokratie. Also ich finde schon, dass wir geschützt werden sollten, aber das, worüber hier gesprochen wird, wenn es über das europäische Armee, über eine europäische Armee gesprochen wird, das ist niemandem klar. Es wird immer die Frage gestellt, wollen wir eine europäische Armee, ja oder nein? Und niemand diskutiert darüber, wer ist eigentlich der Feind? Was soll diese Armee machen? Soll diese Armee jetzt auch andere Länder angreifen? Und was genau sollte passieren? Und wie sollte dieses Kommando überhaupt funktionieren? In eine sehr praktische Überlegung noch dazu.
Ich meine, Europas, ich komme aus Griechenland. In Griechenland haben wir Wehrpflicht und eigentlich einer der höchsten Militärbudgets in ganz Europa. Daher, dass wir, also dass Griechenland da liegt, wo es liegt. Ja? Mhm. Gleichzeitig aber ist das Budget für Bildung und eben zivilen Schutz, wir haben auch Brände jeden Sommer, viel geringer als das des Militärs. Was bringt das dann? Ja? Also ich glaube schon, dass die Politik vor allem im Westen die Richtung zeigen sollte und wir müssen aufhören mit diesem Aufrüstungswahn. Und wenn wir plötzlich aber mitten in eine Zeit, wo Europa wie verrückt, aber Russland auch wie verrückt und China wie verrückt und Amerika wie verrückt aufrüsten, noch immer für Aufrüstung sind und mehr her, das macht für mich keinen Sinn. Ja? Das wollen wir eigentlich nicht. Die grundsätzliche Frage ist doch, Sie haben das angesprochen mit den Katastrophen. Mhm. Wir einerseits ist Krieg per se ja auch eine Art Katastrophe. Ja, immer. Es kommt den Leuten, also die einfachen Leute leiden immer unter Krieg. Das ist. Und als Griechin, wissen Sie, haben Sie ja natürlich auch, ich meine, wir sind ungefähr gleich alt, ich bin Jahrgang 84, also haben Sie natürlich auch noch die Nachwirkungen des Militärregimes erlebt und wissen natürlich auch, wie sozusagen diese demokratischen Prozesse erst, wenn sie neu aufgerollt werden, greifen müssen. Jetzt ist natürlich die operative Frage, zum Beispiel Österreich beteiligt sich nicht bei der Generaldirektion für Katastrophenschutz. Mhm. Das heißt, Österreich stellt dort keine Mittel zur Verfügung oder nur in dem bedingten Maße wie jetzt Manager etc. Aber es sind jetzt keine eigenen Einheiten zur Verfügung gestellt worden seitens der österreichischen Regierung. Die Portugiesen und die Spanier arbeiten seit Jahrzehnten zusammen, eben auch im Anbetracht der Katastrophe, was Waldbrände erzeugen können. Mhm. Die Spanier sagen natürlich. Und die Spanier sagen natürlich, okay, was ist das, was läuft da eigentlich ab? Wir haben 20 Minuten Flugzeit zu euch, wir schauen uns das an, fliegen hin, erkunden da, schicken die Maschinen und löschen. Mhm. Und ihr braucht sonst für den Benzin nichts zahlen. Mhm. Gut, das wird natürlich jetzt, wenn man sich halt Spanien anschaut und Schweden, nicht ganz so funktionieren. Da braucht es einen Kostenersatz, da muss es auch die entsprechenden Mittel oben geben. Die Canadair-Maschinen kommen erst so ab 2020, 2022 wieder. Die werden erst gerade wieder neu gebaut. Es ist noch nicht so viel Bedarf wieder. Da, wie soll man da greifen und wie soll man gegenüber Mitgliedstaaten vorgehen, die sich eigentlich gar nicht an so etwas beteiligen? Naja, also erstens einmal brauchen wir tatsächlich einen europäischen Katastrophenschutz, aber wir brauchen andere Sachen. Wir brauchen neue Infrastruktur. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Vor einem Monat circa hat es auf Kreta, wo die Hälfte meiner Familie lebt, 2,5 Tage lang geregnet. Es gibt eine Hauptautobahn, die 4 Städte in Kreta verbindet. Die waren hin. Also wir sind gar nicht vorbereitet für das, was der Klimawandel mit sich bringt, an Naturkatastrophen. Sind wir nicht. Und das ist der eigentliche Schutz, den Europäerinnen brauchen. Also das ist eben mein Punkt. Und Bomben bzw. Flugzeugträger helfen nicht wirklich bei Naturkatastrophen. Das ist mein Argument. Ja. Naja, würden die Amerikaner bei Fukushima anders sehen. Auch die entsprechenden Opfer, weil auf der, ich glaube, von Ronald Reagan oder Roosevelt, die da im Einsatz war, hat es dann Schwierigkeiten mit atomarverseuchtem Wasser gegeben. Bringen wir es wieder aber auf den europäischen Punkt, Raum, aus dem europäischen Punkt. Also ich finde tatsächlich, dass eine europäische Agentur für diese Katastrophen geschaffen werden muss und dann müssen alle mitzahlen. Ja, es gibt ja die Generaldirektion. Ja, aber die muss auch einsatzfähig sein. Das heißt, Schweden sollte nie in der Position kommen, nicht das Feuer selber, also nicht damit mit dem Feuer nicht selber klarkommen zu können, beziehungsweise nicht alleine. Okay. Und das heißt eben europäische Verantwortung. Und da mussten natürlich alle mitzahlen. Und da mussten wir natürlich sehen, wie es mit dem Budget aussieht und wo raus entstammen, sollen die Gelder entstehen, also kommen, die so einen europaweiten zivilen Schutz garantieren. Nur, wir können diese Diskussion nicht haben, wenn wir die Demokratiediskussion in Europa nicht haben. Weil zum Beispiel das Europäische Parlament, so wie es jetzt aufgestellt wird, auch wenn ich gewählt werde,
Österreich im Europaparlament als Europäerin zu repräsentieren, werden meine Spielräume sozusagen beschränkt sein. Ich werde Vorschläge machen können für Änderungen, aber das Budget als solches kann das Europaparlament nur als Ganzes verabschieden, und das ist falsch. Und da wollen wir uns schon in Bündnisse zusammen mit anderen Leuten tatsächlich das als Problem sehen, eben die mangelnde europäische Demokratie einsetzen, dass diese wieder, also nicht wieder, dass sie diese tatsächlich sozusagen ihre Rolle entspricht, dass das Parlament wieder vollwertig wird. Oder nicht wieder, sondern vollwertig wird. Ja. Also das heißt auch, dass Sie zum Beispiel den Druck auf die Kommission, damit Sie mal verstärken wollen. Ja, ja. Weil ich meine, das ist natürlich, wissen Sie, in Graz zum Beispiel gibt es sehr große Skepsis gegenüber der Europäischen Union. Auch meiner Meinung nach, weil Brüssel in Österreich so weit weg erscheint zu sein. Ja? Das stimmt eigentlich aber nicht. Wenn man sich die Verflechtung, die ökonomischen Verflechtungen, die Gesetzesverflechtung der österreichischen und europäischen Politik auf lokale, aber auch überregionale Ebene ansieht, wird schon ein Großteil unser Leben geht durch das Brüsseler Parlament. Und einer der Gründe, wieso sich die Leute irgendwie so entfernt fühlen davon, ist, dass kaum was kommuniziert wird. Also die Leute wissen nicht wirklich, was dort abgeht. Ja? Und deshalb treten wir auch für mehr Transparenz in die Prozesse und natürlich eine viel offensivere Kommunikation über die Prozesse. Das heißt, was passiert eigentlich dort, was läuft gut, was läuft nicht gut, was haben wir geschafft, was haben wir beigetragen, und wo sind eigentlich die Schwerpunkte und wo muss die Zivilgesellschaft sich tatsächlich mobilisieren, damit sich was ändert. Ja. Okay, also Sie treten jetzt ja doch wirklich als schon als europäische Kandidatin auf. Auf jeden Fall. Und abschließend zu Graz nur, Werner Murk hat letzte Woche eben gesagt, einerseits er unterstützt die Gelbwesten-Proteste, andererseits sagt, Werner Murk ist übrigens der zweite Landtagsabgeordnete für die Leute, die ihn jetzt nicht kennen, von der KPÖ im Steirischen Landtag. Und andererseits sagt er wiederum, er ist für den Brexit, er unterstützt die Brexit-Bewegungen, solidarisiert sich damit. Und das sind natürlich dann schon die Punkte, wo die Leute fragen, will jetzt die Kommunistische Partei nein, also das, ja oder nein? Nein, das mag seine Meinung sein. Es ist definitiv nicht die Meinung der Bundes-KPÖ, das weiß ich, weil ich kooperiere mit denen jeden Tag. Und das ist definitiv auch nicht meine Meinung. Ich meine, die Parteien, die jetzt gerade Brexit unterstützen, sogar diese Brexit-Partei, ist die Partei von Nigel Farage. Das ist eigentlich einer der Hauptverantwortlichen überhaupt für den Brexit. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Kampagne erinnern können. Das war eine Fake-News-Kampagne mit sehr viel Rassismus und sehr viel Panikmache. Und daher, dass ich tatsächlich sehr engen Kontakt mit Leuten aus der Labour-Bewegung, aber auch Linke in England bin. Die Mehrheit davon will den Brexit eigentlich gar nichts, weil so wie der jetzt gestellt wird, kommen den ärmeren Leuten in England nicht so günstig, Migrantinnen auch nicht. Ja? Also, und da stehe ich zu meiner Aussage dazu, also kein vernünftiger Linke, der tatsächlich die Situation vor Augen hat, will den Brexit in England, und das ist so. Ja? Und ich stelle mich mit diesen Menschen eigentlich solidarisch, das ist das eine Teil. Dann Europa der Zäune, das ist für mich, das geht überhaupt nicht als Vorstellung. Wir sind in 2019, vor 30 Jahren hat ganz Europa den Mauerfall gefeiert, und jetzt gerade sind wir in einer Situation, wo Europa wieder Zäune und Mauern und Grenzen aufbaut. Ich finde, das ist die falsche Richtung, und man kann nicht mit Zäune und Mauern die Globalisierung zurücknehmen. Das, was tatsächlich schiefgelaufen ist in der Globalisierung, also die Globalisierung würde bestimmt von neoliberaler Politik, das ist wahr, das ist eine richtige Kritik. Mhm. Aber es gibt, also diese Situation kann man nur ändern, indem man die Frage des Kapitalismus eben auf internationale Ebene setzt. Also wir können nicht sagen, weil wir mit der internationalen Politik, so wie sie sich entwickelt, nicht zufrieden sind, nehmen wir uns einfach daraus. Der politische europäische Raum Europa gibt es, und da muss die Linke aktiv sein. Sonst
ist es eher für mich so eine Pontius-Pilatus-Situation, nicht? Ich wasche meine Hände und ich trage eine Verantwortung. Das stimmt meiner Meinung nach nicht. Aber von der KPÖ Steiermark, da gibt es eben sehr viele Fragen, die in die Richtung gehen, naja, Moment, wir wollen eigentlich nicht mehr diese vier Freiheiten, die in Europa herrschen. Ich weiß nichts davon, muss ich sagen. Also da, okay. Ich weiß direkt die Kritik an die Europäische Union von der KPÖ Steiermark, die kenne ich und die begrüße ich zum Großteil. Ich meine, wenn jemand die EU wegen eben ihren Neoliberalismus kritisiert, dann habe ich nichts dagegen zu setzen, weil das stimmt ja auch. Was den Grenzen angeht, da weiß ich eben keine offizielle Kritikpunkte und ich stelle mich da dagegen, auch wenn es so ist. Nein. Also gut. Und dann sind wir jetzt beim Punkt, gemäß dem Fall, Sie werden jetzt europäische Parlamentarierin. Erstens, würden Sie dem Konzept folgen, dass Sie zum Beispiel auch einen Teil Ihres Gehaltes in einen Sozialfonds spenden? Ja. Zweitens, was wollen Sie konkret in den 5 Jahren tun? In welche Ausschüsse würden Sie gehen wollen? Und dann zum Abschluss erklären Sie dann halt bitte noch in 30 Sekunden, aber dazu kommen wir dann nochmal, warum man sie wählen soll. Sie fragen mich dann nochmal, weil es ist zu viel und ich werde es vergessen. Ne? Also das Erste, was passieren muss, meiner Meinung nach, und das ist auch eine meiner Kernanliegen, ist das Ende des Sterbens am Mittelmeer und an Europas Grenzen. Das geht nicht so weiter. Wir können nicht so tun, als ob wir im coolsten Ort der Welt leben, oh, liberal und demokratisch und. Und währenddessen sterben einfach Menschen nicht nur innerhalb, sondern außerhalb, sondern auch innerhalb Europas. Bosnien ist auch Europa. Ja. Also das. Schlank, aber andere Geschichte. Ja, aber es sind gerade zum Beispiel 23.000 Leute mitten in nirgendwo und die werden tagtäglich geschlagen und darüber wird nicht berichtet. Das ist nicht okay. Und ich werde alles in meine Kraft setzen, damit diese Situation einfach gestoppt wird. Ja. Wollen wir auf jeden Fall sehr aktiv mit den Klimabewegungen beziehungsweise mit den Eco-Bewegungen zusammenarbeiten, um eben zu sichern, dass auch institutionell sozusagen die Situation ernst genommen wird und tatsächlich Maßnahmen getroffen werden, wie der Verbot von Plastik, eben Nahverkehr, Ausbau und so weiter, dass das alles umgesetzt wird und nämlich pronto, also sofort. Da ist eine tickende Uhr über unser Kopf und da müssen wir was unternehmen. Das Gleiche gilt für die Infrastruktur und eben den zivilen Schutz innerhalb Europas. Also da sind die Sachen, die ich auf jeden Fall in diese 5 Jahre, da würde ich mich stark machen. Ne? Die letzte Frage müssen Sie sich jetzt wiederholen. Gut, letzte Frage, ja. Eigentlich hätte ich sogar noch eine andere noch kurz. Oder die vorletzte Frage. Die vorletzte, ja. Genau, die vorletzte Frage, das wird eine neue Rubrik. Sie haben vorher Fake News angesprochen, Sie haben angesprochen, Sie werden zu wenig in den Medien erwähnt und dass es zum Teil auch über gewisse Themen keine Berichterstattung gibt. Wie muss europäische Medienpolitik aussehen und soll man hier, wir beschäftigen uns sehr intensiv nämlich damit, soll man hier zum Beispiel angefangen von Regulierungen, wo in Österreich jeder YouTuber eigentlich bei der Medienbehörde auftauchen müsste und eine Prüfung einleiten müsste, ob er unter das Gesetz fällt oder nicht. Soll man das auflockern? Soll, wenn sich herausstellt, dass ein Mitgliedstaat Regulierungen so ausnutzt, dass er sie eigentlich zu Repressionszwecken nutzt, Konsequenzen geben? Und wie ist sozusagen der Gedanke, dass man eine gesamteuropäische Medienpolitik forcieren kann? Also erstens einmal, meiner Meinung nach jetzt, ne? Ich glaube, die öffentlich-rechtliche Rundkanäle, also Rundfunk, sollten geschützt werden europaweit, beziehungsweise wir bräuchten eigentlich so einen europaweiten Sender. So in die Richtung. Ja. Na, Euronews ist ja ein sehr konservativer Sender, eigentlich sehr politisch angehaut, aber in der Richtung europäische, genau. Also ein super Beispiel ist Arte, also diese deutsch-französische Kooperation, dann gibt es mittlerweile auch, die bemühen sich viele mehr Sprachen dazu zu nehmen.
Arte ist eben rechtlich sozusagen auch als ein öffentlicher Rundfunk gesehen, und die machen auch eine tolle und super Arbeit. Sehr wichtig wäre auch für eine europäische Integration eben von links, die tatsächlich alle verschiedenen Menschen Europas wahrnimmt. Ja? Mhm. Auch marginalisierten Gruppen zum Beispiel, die normalerweise im öffentlichen Bild eher fehlen. Ja. Das ist das eine Teil. Das zweite ist eine Art Berichterstattung, aber auch Reportagen, Magazinen, Europa per se kennenlernen, ja, für das, was sie ist. Und nämlich nicht diese folkloristische Alttradition, die uns jetzt aufgezwungen wird und eigentlich sehr wenig mit das Reichtum, das Humanreichtum Europas zu tun hat, ja, das Humankapital. Das andere, also das Internet und eben die aktuelle Cyberkriege. Ich war selber 2011 bei verschiedenen Occupy-Gruppen beziehungsweise bei den Dignatus in Griechenland und so weiter aktiv. Das, was sehr wichtig ist und sehr schwer nachvollziehbar ist für Menschen, die damals nicht aktiv waren, ist, dass alles, was die radikale Rechte jetzt macht, haben sie nicht selber erfunden. Also das war Wissen, das die Bewegungen Europas erzeugt und die Bewegungen der Welt erzeugt haben. Das heißt, digital sich stark machen, irgendwie die Medien mit spektakulären Aktionen dazu bringen, Berichterstattung zu zeigen. Ich will nur daran erinnern, zum Beispiel bei den Demonstrationen in Istanbul, währenddessen die Hälfte der Stadt auf der Straße waren, haben sie Pinguine gezeigt im Staatsfernseher. Ja? Also das war tatsächlich ein Akt der Bewegungen, eben sich in den Mittelpunkt zu stellen. Das Ganze wird jetzt natürlich nach Cambridge Analytica und den ganzen Skandalen, das wissen wir, das wird militarisiert und eben in einer von autoritär denkende Menschen, und dagegen müssen wir schützen. Ich glaube aber nicht, dass diese Art von Gesetze wie diese digitale Vermummungsgesetze oder wie nennen Sie das jetzt, Vermummungsverbot, dass das eben uns davon schützt. Im Gegenteil, glaube ich eigentlich, dass dadurch eben Organisationen, die mehr Geld zur Verfügung haben, und das sind radikale Rechten zurzeit, das ist auch ein Faktum, dadurch geschützt werden, weil die bleiben in ihren Nischen, beziehungsweise alle anderen von uns werden eingeschüchtert. Ja? Ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Martin Thür, Ingrid Botnick und auch unser Blog haben jeweils eine Kommentarfunktion auf unserer Website. Wir wären dann einmal im Jahr meldepflichtig bei der Medienbehörde und müssten erklären, dass wir weniger als 100.000 Zugriffe haben, also 100.000 Nutzer, weniger als 500.000 Euro Einnahmen und weniger als 50.000 Euro Presseförderung erhalten. Das muss dann jeder Blog von sich aus tun. Das ist furchtbar. Und das wäre der Punkt, wo ich sage, ich wechsle logischerweise dann nur noch auf YouTube und Facebook, ist klar, weil die Meldepflicht dann bei den Plattformen liegt und nicht mehr bei uns. Sie haben genau recht. Also dieses Gesetz, ich meine, es ist Zentralisierung sogar. Zentralisierung, und es hilft eigentlich nur die Medien, die Unmengen an Geld machen mit unserer Information. Ich bin eigentlich dafür, dass ich würde gerne das so haben, dass Facebook und Co. vergesellschaftet werden, by the way. Also ich glaube, wir werden darüber reden müssen in den nächsten Jahren, und ich hoffe sehr, dass das passiert. Aber Sie haben recht, ich bin auch der Meinung, beziehungsweise die Argumentationslinie, die zu diesem Gesetz geführt hat, eben wie wir sollen Hass im Netz damit bekämpfen, ist eigentlich lächerlich. Weil in Österreich gibt es antirassistische Gesetze und es gibt auch Gesetze gegen Hetze, und die werden aber nicht durchzogen. Also der Hass im Netz ist übrigens im Gesetzesvorschlag gar nicht drin. Gar nicht drinnen, ja, aber so wird argumentiert öffentlich. Gründe, ja. Ja, aber so wird öffentlich argumentiert für das Gesetz. Und gleichzeitig sehen wir, dass eben Hetze und Rassismus im Netz in Österreich nicht verfolgt werden. Ja. Ja. Nicht bestraft werden. Nicht bestraft werden, ja. Gut, dann kommen wir jetzt wirklich zur letzten Frage, ja, weil das war jetzt ein schöner Ausritt in die Medienlandschaft. Warum soll man Sie wählen? Sie haben 30 Sekunden. Sie sollen mich wählen aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich sehr, sehr viel arbeiten werde. Zweitens, weil ich mich stark machen will für alle Menschen, die in Österreich leben, inklusive die 1,5 Millionen Ausländerinnen, die hier auch immer vergessen werden. Sie sollen mich aber auch wählen, um
den Linken sozusagen, den etablierten Parteien in Österreich, die sich als links geben, ein Signal zu geben, dass sie sich wieder nach links orientieren müssen. Und das gilt auch für den Grünen und auch für die SPÖ. Und sie sollen mich wählen, weil wir einen neuen Horizont brauchen und es gibt tatsächlich ein Leben abseits von Kapitalismus und Neofaschismus. Die Sachen müssen nicht so laufen, wie sie laufen, es geht auch anders. Ihr Wort in Gottes Ohr, sage ich jetzt einmal so, weil ich weiß, der Mirko Messner ist auch ein sehr überzeugter Katholik. In dem Sinne, danke fürs Gespräch und viel Glück bei der Wahl. Dankeschön, danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.